Drei Punkte und die 99ers haben das Playoff-Ticket. Ins Neumo liegen Entscheidungen in der Luft. Der Druck liegt auf Seiten der Tschechen. Mit einem Punktverlust sind die Hoffnungen auf die Pickround begraben. Und diesen Antrieb nimmt die Mannschaft von Miroslav Fritscher gleich mit auf das Eis. Erste Spielminute, Luciani zu Flick und es wird gefährlich. Nils Torp reagiert glänzend und verhindert den frühen Rückstand. Ohne den verletzten Setzinger meldet sich gegen Ende des ersten Abschnitts dann auch mal die Grazer Offensive. Keins mit dem schönen Laufweg, aber auch Snoimer Golik Roch ist richtig gut aufgelegt. Das gilt auch im zweiten Abschnitt. Die 99ers kommen über Oberkofler und Johansson und neuerlich steht Groch im Weg, stark wie der Schlussmann, entgegenkommt und den Winkel entscheidend verkürzt. 24. Minute, Snoimer eigentlich im gesicherten Spielaufbau. Cezic wird durch Oberkoflers Vorcheck überrascht und Hilding fackelt nicht lange. Die Führung für die 99ers. Der beste Torschütze der Grazer mit seinem 14. Saisontreffer. Ausgangspunkt natürlich der Scheibenverlust in das Neumo-Defensive. Hildings Schuss dann scharf und höchst präzise. Dieses Mal gibt es keine Abwehrmöglichkeit für Dominik Groch. Aber so verhalten das erste Drittel verlaufen ist, so viel Offensive gibt es im zweiten. Dodero mit dem Fehler, Swobber, da findet Luciani, Nils Torp behält die weiße Weste an. So wirklich optimal war das allerdings auch nicht vollendet vom sonst so gefährlichen Anthony Luciani. In der 29. Minute diese Szene. Dann die 99ers im Powerplay. Hamilton spielt Oberkofler wunderschön frei und was macht dann Groch? Ein Irrreflex des Neumo-Goalies. An sich war das ordentlich abgeschlossen von Oberkofler und es wird immer mehr ein Spiel der Goalies. Mehr als sehenswert auch die Vorlage von Hamilton durch die Beine des Verteidigers. Die Grazer im zweiten Abschnitt, das aktivere Team, die Führung verdient, aber sie steht durchaus auf wackeligen Beinen. Im Schlussabschnitt erhöhen die Tschechen den Druck, werden aggressiver. Wopelka bekommt etwas Platz und das reicht für ihn. 47. Minute der Ausgleich. Lukas Wopelka mit seinem ersten Tor fürs Neumo im dritten Spiel. Entscheidend dabei, dass Graz-Spieler Dodero die Scheibe noch abfälscht. Da kann Nils Torp trotz freier Sicht nichts mehr retten. Ja, und auch bezeichnend, dass es aus der zweiten Reihe heraus passiert, weil die Grazer dicht vor dem Tor einfach hervorragend verteidigen. Unmittelbar darauf dann das gute Vorchecking von Berisha. Fehler von Hamilton und Phil McRae trifft zum Doppelschlag. Snoimo dreht die Partie, führt mit 2:1. Jetzt ist richtig was los in der Nevoga Arena. Der Jubel zum Ausgleich war noch nicht einmal ganz verhallt. Treffen die Tschechen schon wieder. Staubtrocken vollendet von McRae. Er macht sein 15. Saisontor. Der energische Einsatz von Vorlagengeber Berisha entscheidend in der Entstehung und die 99ers werden für die Chancen bestraft, die sie im Mittelabschnitt liegen haben lassen. Nach 56 Minuten nimmt dann Doug Mason im Grazer Powerplay das 6-4 Risiko. Nils Torp vom Eis und Antonin Borschuter macht den Empty Netter. Das 3:1 fürs Neumo, das 6. Saisontor für den Defender, vielleicht etwas zu viel Risiko, das Doug Mason in Kauf genommen hat. Das beachtliche Comeback der Tschechen nimmt finale Formen an. Die Grazer wirken im Endspurt etwas von der Rolle. Fehler von Matt Galbowski und Rob Flick schiebt ein zum 4:1. 13. Saisontreffer für Rob Flick. Mit dem Schlittschuh fängt er die Scheibe ab gegen Matt Galbowski und lässt Nils Torp keine Abwehrchance. Was liefert Snoimo hier im Schlussdrittel bitte ab? 4 Tore in den letzten 20 Minuten. Das war so nun wirklich nicht zu erwarten. Das Schlusswort im Spiel bekommen die Grazer in der letzten Minute. Joachim Hilding von Oberkofler bedient. Das 2:4 aus Grazer Sicht. Schöner Zug in den Slot, der One-Timer sitzt. Aber mehr als Ergebniskosmetik ist das nichts. Neumo gewinnt mit 4:2. Die Hoffnungen auf die Pickround leben. Und die 99ers sind nun gegen Dornbirn gefordert. Well, unser Powerplay war nicht so effektiv heute. Das ist natürlich die ganze Saison ist das immer ein kleines Problem gewesen. Aber wir haben viel Torchancen gehabt in den ersten zwei Drittel. Und wenn wir die zweite oder die dritte Tor geschossen hätten, war das wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel gewesen. Aber so Neumann ist eine gute Mannschaft. Sie haben offensiv gespielt. Sie haben profitiert von einzelnen
Fehler, das wir gemacht haben, und das, so geht das in Eishockey, ja. Das war ganz einfach. Wir müssen also mit Selbstvertrauen also weiter so spielen. Ein bisschen haben wir die Linie umgestellt, ein bisschen Impuls zu setzen. Aber sonst, ganz ehrlich, muss ich sagen, ich nehme die 3 Punkte und Schuss, weil das war von unserer Seite nicht optimal. Aber so ist es. Also fast ein Playoffs-Spiel für uns oder für alle anderen auch. Aber ich bin froh, wir haben die 3 Punkte und basta.